Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Was komplett anderes, was es so noch nie auf meinem Kanal gegeben hat, was ich aber bereits schon seit längerem tatsächlich mal aufnehmen wollte. Ein typisches Reaction-Video auf eines meiner ersten Videos. Wir reagieren in diesem Video auf meine allererste Sprint to Glory und auch auf den ersten Sprint to Glory Showdown, der natürlich, wie soll es auch anders sein, damals bereits mit Dennis kam. Das ist mittlerweile über 4 Jahre her. Zumindest der Showdown und die erste Sprint to Glory, glaube ich, schon über 6 Jahre. Es ist eine unfassbar lange Zeit. Ihr habt mich auf diesem Weg größtenteils unfassbar loyal und richtig geil supportet, ja, manche kamen ja später mit dazu, manche sind wirklich von Tag 1 mit dabei, ich möchte hier auch nochmal wirklich von Herzen meine absolute Liebe und Dankbarkeit für euren Support aussprechen, es ist der absolute Wahnsinn. Wollt ihr vielleicht öfter sowas in die Richtung sehen, es gab ja auch noch andere Videoserien früher, ich habe ja auch mal ganz am Anfang ein bisschen Weekend League gespielt und auch mal so ein bisschen Sprint to Glory außen vor gelassen, wenn ihr das auch mal sehen wollt, lasst gerne, super gerne natürlich hier einen Daumen nach oben da, schreibt das super gerne auch in die Kommentare, ihr wisst ja voll Bescheid. Und ansonsten gerne kostenlos abonnieren. Es geht natürlich dann auch, wie soll es auch anders sein, in den nächsten Tagen weiter mit Karrieremodus, mit Sprint to Glory, mit dem vollen Programm. Allerdings ist es eine ganz coole Special-Sache, die ich unbedingt auch mal auf meinem Kanal machen wollte. Und ihr seht es bereits im Hintergrund, mit dem FC Schalke 04 gab es damals meine allererste Sprint to Glory, das oben noch hier mit einer ganz anderen Kameraperspektive, noch im Elternhaus von mir zu Hause, wo quasi im Hintergrund sogar mein Bett zu sehen ist, hinten meine Tür mit der Fahne vom 1. FC Köln. Ja, dann noch so ein paar Love-Buchstaben mit meiner Freundin damals, heute ja mittlerweile Frau. Also auch das ist echt krass, wie sich das alles entwickelt hat. Nicht wundern, ich schaue quasi auf meinen zweiten Bildschirm hier, wo das Video läuft und wir sehen ja auch noch das alte FIFA-Style. FIFA 17, wir sind Europas Spitze. Wir sind Europas Spitze? Gibt das überhaupt so wirklich Sinn? Nicht wirklich, aber schauen wir doch einfach direkt mal rein. Ich drücke jetzt einfach mal direkt wieder auf Play. Chris am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video einer neuen Serie auf meinem Kanal. Ihr habt es im Titel, im Thumbnail, überall schon richtig gesehen. Wie krass, oder was mir jetzt direkt mal zu Beginn krass auffällt, wie leise. Also ich meine, gut, es sieht im Hintergrund auch schon so aus, als wäre es vielleicht draußen schon dunkel, als wäre es schon in der Nacht gewesen. Vielleicht zur Story ganz kurz. Ich habe ja damals mit YouTube angefangen, ich hatte eine schwere Verletzung am Steißbein und durfte größtenteils den ganzen Tag nur liegen. Ich war irgendwann sogar mal so weit, dass komplett mit 18 Klammern mein Steißbein dann, also die Verletzung zumindest, getackert werden musste und ich somit auch 2 Wochen wirklich nur auf dem Bett, auf dem Bauch lag und ich gar nichts anderes machen durfte. War wirklich eine unfassbar krasse Zeit, also im negativen Sinn, aber auch positiv. Man hat so viel gelernt, eine ganz andere Wertschätzung gegenüber der Gesundheit und das ist auch der Grund, weshalb ich überhaupt heute mit YouTube angefangen habe. Ich durfte nämlich nach den ersten paar Operationen maximal 2-3 Stunden am Tag überhaupt sitzen und irgendwann dachte ich, hey, ich habe super gerne gezockt, das kann ich aber auch auf dem Bauch machen und ich hatte das Equipment, ich habe mir eine Kamera dazu geholt und auch noch ein Mikrofon und wieso nicht die 2-3 Stunden dann doch irgendwie produktiv nutzen und dann habe ich mich hingesetzt, habe das ganze Ding aufgenommen und ich denke fast, dass das in der Nacht war, weil mein Schlafrhythmus war zu dem Zeitpunkt wirklich absolut lost. Ich war bis nachts wach, 5, 6 Uhr morgens und ja, habe dann halt in der Nacht vielleicht ein bisschen aufgenommen, tagsüber gefühlt gepennt, war nicht wirklich gut für den Kopf, weil ich habe meine Family kaum gesehen, aber im Endeffekt war das der Grund, warum YouTube überhaupt irgendwann mal angefangen hat. Sprint to Glory mit dem FC Schalke 04. Und bevor ich mit den Regeln und allem drum und dran anfange, möchte ich ganz kurz sagen, dass es nicht meine eigene Idee ist, also nichts Erfundenes, sondern ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen vom Hansus jetzt dann zuletzt. Er hat sich wiederum von Charat HD inspirieren lassen und ich habe das Ganze auch schon bei Kenny Sports gesehen. Richtig geil übrigens auch hier, also Charat HD, ich glaube irgendwie so müsste der heißen, ist ein amerikanischer oder zumindest ein englischsprachiger YouTuber, der glaube ich früher auch mal hauptsächlich Karrieremodus gemacht hat. Ich kenne mich in der Szene absolut null aus. Dann habe ich das beim Hansus mal gesehen und dann tatsächlich hat es Hansus glaube ich ursprünglich von Chani Sports. Wie geil das ganze Thema überhaupt ist. Ich war vor ein paar Wochen, wenn ihr das Video jetzt seht, auf einem EA Event eingeladen in Köln. Ich habe Bernie, also Hansus, das erste Mal persönlich gesehen. Also unfassbar krass an der Stelle. Liebe Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Hat mich super gefreut. Wir haben echt lange gequatscht, haben einen super schönen Abend auf jeden Fall auch gehabt. Und ich habe auch Chani Sports gesehen. Habe mit ihm zwar nicht gequatscht, aber das ist ja auch einer, der eher auf Englisch seine Karrieremodus-Videos macht, aber der Deutsch kann und ursprünglich ja auch aus Deutschland kommt. Ist so krass, wenn man die Idole plötzlich sieht, die einfach neben einem stehen. Mit Hansus irgendwann vielleicht kommt ja auch mal ein Video, was ein absoluter Traum wäre. Chani Sports hat mich inspiriert. Genauso Bernie und natürlich auch Dennis. Und wenn man denkt, wo das halt heute jetzt alles ist und wie sich das entwickelt hat. Mein Hintergrund ist ein ganz anderer. Ich spreche ganz anders zu euch in die Kamera, als das noch damals der Fall war. Viel selbstverständlicher, viel professioneller in Anführungszeichen. Und mittlerweile kenne ich Hansus, er mich, bin ich mit Dennis super gut befreundet und wir nehmen ja tagtäglich gefühlt Videos für euch auf. Zumindest halt einmal in der Woche. Es ist schon echt unfassbar geil. Also checkt ihr auf jeden Fall mal ab. Unten in der Videobeschreibung, das sind sozusagen meine Leute, die mich inspiriert haben, beziehungsweise die Gründer, die Erfinder.
Und um was geht es eigentlich in der Serie? Es ist ganz einfach. Man sucht sich ein Team, man simuliert komplett durch. Realismus komplett fehlgeschlagen, beziehungsweise komplett in die Schublade gepackt. Also Realismus spielt gar keine Rolle. Es werden Transfers getätigt, die so im Real Life niemals zustande kommen würden. Ja. Und im Endeffekt ist es unser Ziel, mit dem ausgewählten Verein, egal aus welcher Liga, bis nach ganz oben zu kommen und irgendwann dann auch die Champions League zu gewinnen. Das Finale von der Champions League werden wir dann erst spielen und... Genau, also bis heute ja noch immer gleich, man nimmt sich einfach irgendeine Mannschaft, ganz egal welcher Liga-Zugehörigkeit, man kauft Transfers größtenteils absolut unrealistisch, was halt aber nötig ist, um halt irgendwann die Entwicklung und das Gesamtrating zu haben, um natürlich dann ganz, ganz oben mitzuspielen. Also in dem Fall hier natürlich genauso mit dem FC Schalke 04 noch in der Bundesliga mit 35,5 Millionen an Transferbudget, aber schon das offizielle Stadion, Veltins Arena, finde ich auch recht interessant, hätte ich jetzt gar nicht so bewusst irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber genau so ist es dann halt. Und ihr merkt ja auch, damals war das doch so krass, weil ich ja eigentlich so aus dem Schwabenland komme. Ja, aus dem Schwabeländle, da schwätzt man halt eigentlich auch so. Aber ich muss trotzdem irgendwo schauen, dass ich natürlich das Hochdeutsche so ein bisschen beibehalte oder zumindest mit integriere, was mir damals und auch heute noch brutal schwerfällt. Und ich habe deutlich langsamer gesprochen damals. Heute ist es ja so richtig schnell, manchmal vielleicht sogar zu schnell, aber irgendwie ist es halt mittlerweile so meine Art. Früher noch ganz anders und auch optisch. Also ich meine, ich erkenne mich selber schon noch, aber irgendwie ist ja dann doch ein sehr krasser Unterschied. Jetzt hoffentlich positiv. Keine Ahnung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr seht jetzt unter anderem auch ganz kurz mal die Mannschaft im Hintergrund. Ich habe jetzt gerade kommentiert und genau so sieht unser Team dann auch aus, mit dem man dann reingeht. Ey, wirklich krass. Bentaleb, Goretzka, Meier, Konoplyanka vorne links, Naldo, Höwedes, Fährmann. Wir gehen direkt weiter und wollen richtig die ersten krass Transfers eintüten. Der Vorbereitungsclub könnte uns tatsächlich noch ein bisschen Geld in die Kasse spülen, dass wir dann eventuell für Leute brauchen. Kennt ihr das noch? Also alle die, die das früher auch gespielt haben, man ist in die Simulation und dann seht ihr ja rechts die ganzen Ereignisse, die dann dazugekommen sind. Und man konnte dann, glaube ich, auf Viereck oder Dreieck irgendwie zum Ende springen. Und in dem Fall Daniel Caligiuri mit einem Doppelpack für S04. Wir sehen auf der anderen Seite noch Virgil van Dijk, der einfach eingewechselt wurde beim FC Southampton. Damals wahrscheinlich noch nicht unbedingt bewusst, dass es bis heute einer der besten Innenverteidiger der Welt ist. Wir sehen Dusan Tadic, wir sehen ein Forster auf der Bank, ein Redmond, ein Long, Romeo mittlerweile ja, also auch zwischenzeitlich mal beim VfB Stuttgart gewesen, jetzt ja beim FC Barcelona, Yoshida, auch ehemaliger Schalker, damals bei Southampton, damals in dieser STG gegen Yoshida gespielt, hätte auch kein Mensch gedacht, dass der japanische Nationalspieler irgendwann mal bei S04 spielt. Ja, ansonsten glaube ich keine allzu großen Veränderungen. Auf der anderen Seite bei uns halt noch Baba, Nastasic, Choupo-Moting, Stambouli, Geis, Burgstaller, den haben wir jetzt gerade in der Pauli-Karriere und Wellenreuter, der glaube ich irgendwo aktuell in der Niederlande unterwegs ist, wenn mich nicht alles täuscht, aber war schon eine echt starke Truppe. Europa League oder Champions League oder haben wir sogar die Meisterschaft geholt? Wir sehen hier DFB-Pokal gegen München, das werden wir gleich simulieren. Und jetzt gehe ich in 3-2-1 dann rüber auf die Bundesliga-Tabelle. Wir schauen, wie viele mir geworden sind. Also 3-2-1. Wir sind auf Platz 1! Oh mein Gott! Nein! Nein! Wir haben die Meisterschaft in der ersten Saison. Und das mit 7 Punkte Vorsprung auf die Münchner und sogar 21 auf den dritten Platz Dortmund. Das ist wirklich richtig krass. Wir sind deutscher Meister. Das ist wirklich richtig krass. Einfach 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern. 21 dann auf den großen Revier-Derby-Kontrahenten aus Dortmund. Hoffenheim auf Platz 4. Der FC auf Platz 5. Ganz, ganz wichtig. Auch hier an der Stelle natürlich wieder Cologne represent. Ihr wisst Bescheid. Richtig geil. Also hier ist auch Darmstadt in der ersten Liga noch gewesen. Der FC Ingolstadt tatsächlich auch noch. Leipzig noch recht weit unten. Hätte ich nichts dagegen, wenn sich das auch wieder so in die Richtung dreht. Aber ja, ich glaube, da werde ich nicht unbedingt dafür belohnt oder das werde ich so nicht mehr mitbekommen. Ja, was soll ich sagen? Also sehr ruhig, sehr leise und langsam kommentiert. Ich fühle mich selber in der Reaction irgendwie noch völlig lost. Also nehmt es mir nicht ganz so krumm, wenn ihr jetzt vielleicht erwartet habt, ich reagiere hier wirklich auf jedes einzelne Ding. Ich erzähle gefühlt viel mehr drumherum, aber irgendwie wichtig, um das so zu verstehen. Aber das mal dazu, so zwischenzeitlich. Und jetzt schauen wir doch nochmal ganz kurz rein ins große Champions-League-Finale, um zu schauen, wie ich das dann halt auch kommentiert habe. Will ich das sehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es gerade hier vorm Champions-League-Finale auch noch die Minigames einfach in dem Stadion. War auch richtig geil, so kurz zum Zeitvertreib, ja, weil hier hat es ja damals noch ewig gedauert, bis man dann im Game selber drin war.
Ja, die Facecam ist übrigens wieder zurück. Also die war im Intro da, dann während den ganzen anderen Sachen quasi der Simulation ist die Facecam weg und hinten raus hat man sie im Finale wieder mit dazugepackt. Kann man vielleicht auch mal wieder einführen, weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein Topspiel und wir sehen hier Manchester United mit Paul Pogba. Oh, ich hab's jetzt verpasst, euch die Aufstellung zu zeigen, aber das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Spiels sehen. Hier der mit der Nummer 30 ist und... Wer ist das? Romelu Lukaku. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Das ist Romelu Lukaku. Und ja, jetzt höre ich auf zu schnacken, ich konzentriere mich jetzt, bin nochmal gespannt, wie sich das Team so spielen lässt. Ist ja das erste Spiel, los geht's. Und da eventuell die erste Lücke, Ball kommt für Dries Mertens, Ball kommt für Dries Mertens, ja, vierte Minute. Was ist das denn? Das Ding ist drin, Daniel Sturridge, der staubt hier ab. Daniel Sturridge? Junge, Daniel Sturridge, der war damals einer meiner Lieblingsspieler bei Liverpool. Ich war so verliebt in den Typ hier mit seinem Jubel immer. Ey, der war so nice, so ein geiler Stürmer. Schade, dass er dann auch so verletzungsanfällig war. Aber können wir bitte nochmal zurückspulen und wie jubel ich da? Also unterstreicht einmal mehr, dass es definitiv in der Nacht war und quasi im Haus oben, drei Zimmer weiter, meine Eltern pennen, nebendran meine Schwestern. Dementsprechend durfte ich wahrscheinlich nicht ganz so krass rumschreien. Und da eventuell hier kommt der Ball. Ball kommt Dries Mertens. Ball kommt für Dries Mertens. Ja! Vierte Minute! Unfassbar! Also wirklich, keine Ahnung, wer sich das damals gegeben hat. Das kann man sich ja wirklich nicht unbedingt so komplett cool reinziehen, weil ich denke mir so, ey, so leise, wirklich unterhaltsam war das, glaube ich, nicht. Aber ja, gut, jeder fängt ja mal klein an. Und der Eckball jetzt wird kommt die nächste Chance perfekt für uns. Von uns geklärt Sturridge. Und wird zum direkten Konter. Daniel Sturridge, ein Haken, ein Schuss, eine Parade de Rea. Und über Umwege kommt das Ding dann irgendwie zu Embolo. Ja! 21. 2-0. Oh mein Gott. Das ist das Krasseste, was jemals passiert ist. Von Sturridge, ich kann nicht mal mehr labern. Macht jetzt Embolo das 2-0. Etwas Glück und Valencia spielt wieder eine Rolle. Ich habe sogar noch mit Musik im Hintergrund so richtig gearbeitet. Es ist so unfassbar. Bisschen peinlich. Ich kommentiere auch nicht mehr. Was mache ich? Unfassbar. Und er packt seinen üblichen Jubel aus. Ja, und hier? Dachte man schon so, sieht ja ganz gut aus. Aber ich glaube, hier wird es nochmal richtig eng dann. Hier kommt die Flanke. Oh! Ja, da war ich selber geschossen, muss ich sagen. 3-1 Menu. Und ich glaube. Das mit zwei Toren aber jetzt! Es geht nochmal weiter. So wirklich, wieder Menu. Und da verschätzen wir uns komplett. Pfosten rettet, Fellaini 3-2. 3-2. Wie oft mache ich das bitte? Tilo Kehrer auch gelb-rot. Wofür Menu nur ein Tor braucht. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Der Pfosten rettet erster. Das Gameplay nicht mehr zu vergleichen mit dem von heute. Und jetzt der Ball in die Lücke, zu dem wollte ich eigentlich gar nicht. Und aber die Musik geht wieder gut. Und das macht Embolo. Das macht Embolo. Das macht Embolo. Das ist die Konterchance. Daniel Deutsch, der ist komplett am Arsch. Er ist am Arsch, aber macht's. Jetzt heißt es. Es ist unangenehm, ein bisschen und zu schauen. Und da ist wieder richtig viel Glück dabei. Ich völlig am Boden zerstört. David De Gea sieht nicht gut aus. Und der schwächere Rechte... kann tatsächlich auch Tore schießen bei Daniel Sturridge. Leute, ich pack's nicht. Das ist die Entscheidung, dass 4-2 und Sturridge alleine im... Oh mein Gott. Ja, im Alleingang durch. Drei Tore, er entscheidet das Champions-League-Finale allein. Boah, was war das für ein Ball? Was passiert hier? Noch ist er aber nicht rum. Ah, Gott, ach du geil. Scheiße, noch ist es nicht rum. Gelb-Rot, Serge Aurier. Zweiter und plötzlich Elfmeter für Manchester United. Was ist das für ein dramatisches Finale? Was war das für eine geile Annahme aber auch hier, bitte? Es ist ich hab's nicht Alexandre mehr gecheckt, wie der Ball überhaupt noch dahin kommen kann. 5 Minuten Nachspielzeit. Wird's noch mal eng. Hallo, spring! Er springt, oder? Was 4, war 3. das? Der Torhüter springt einfach nicht rüber. In ich der Wiederholung sieht man's nochmal. Lupfer? Ich sprang in die Ecke. Ach, das war der Pfosten. Und dann halt Abmaler. 4-3. Aber wann ist es aus? Und jetzt ist es aus. Wir gewinnen den Champions League-Titel. Geil. Der Song auch damals und das absolut legendär. Dank Daniel Sturridge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich tue gerade so, als wäre das hier so richtig emotional. Oh mein Gott, ich habe die erste Sprint to Glory gewonnen. Nee, aber war ein cooles Video. Haken wir ab. Gehen wir mal rüber zum ersten STG Showdown. Es war wirklich der allererste STG Showdown mit Dennis. Ich hatte damals, glaube ich, so gute 9000 Abonnenten, alles selber erarbeitet. Und dann hat mir Dennis auf Instagram geschrieben und meinte, hey, lass doch mal gerne zusammen was aufnehmen. Ja, weil ich war nie der Typ, der irgendwie andere größere YouTuber anschreiben wollte. Bin ich bis heute auch nicht.
Und dann kam die Nachricht von Dennis. Und ja, wie vorhin schon mal gesagt, ist er einer meiner großen Vorbilder noch immer heute. Er war es, er ist es und er wird es immer bleiben. Umso krasser, dass ich mit ihm wirklich in so brutal aktiven Kontakt und Austausch bin, dass wir zusammen Videos aufnehmen, kann man sich so nicht wirklich vorstellen. Aber wir schauen nur ganz kurz rein, ja, und gucken mal in die Begrüßung hier. Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Man sieht übrigens jetzt auch im Hintergrund, da hinten, wo die Dartscheibe hängt, war zuvor quasi mein, ja, mein Schreibtisch, wo man dann in die Richtung, wo ich jetzt quasi gerade in dem Fall hinschaue, im Rücken hatte, wenn ihr versteht, was ich meine. Zu einer weiteren Sprint to Glory, heute aber in einem etwas anderen Design. Es ist für mich eine Premiere, es ist ein Sprint to Glory Showdown und der Erfinder, derjenige, der die Karriere eigentlich mit der Serie mehr oder weniger revolutioniert hat, ist bei mir als Gast dabei. Es ist Dennis vom Kanal Dennis Gaming TV. Servus YouTube auch von mir. Herzlich willkommen also zu diesem Sprint to Glory Showdown. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe den lieben Chris hier eingeladen. Auf meinem Kanal haben wir ebenfalls ein Video aufgenommen. Könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne abchecken und ich freue mich hier auf das Duell. Und du kannst ja auch mal, glaube ich, jetzt als nächstes den Verein verraten. Richtig krass, oder? Wenn ihr jetzt gerade hier auch noch das Dennis-Bild seht, also von Dennis Gaming TV. Das war ja früher sein typischer Banner. Heutzutage kennen wir es ja mit dem lilanen Hintergrund. Grund, also das, was auch in den Showdowns bis heute noch mit dabei ist. Also über 4 Jahre mittlerweile mit Dennis Kontakt und noch immer funktioniert es so gut. Ihr seht dann hier auch den Vierer-Split mit mir links, Dennis rechts. Genau, wir starten rein mit Manchester United. Dennis hat schon gesagt, auf seinem Kanal mit Manchester City, also das Manchester Derby. Es wird, glaube ich, unfassbar spannend, gerade auch, weil es bei United sehr viel zu ändern gibt. Ich freue mich da mega drauf und für alle die Sprint to Glory Showdown jetzt noch nie gehört haben und für die das was Neues ist, würde ich sagen, übergebe ich nochmal an dich und du darfst gerne mal das Regelwerk so grob erklären. Also es ist so krass. Ich war so aufgeregt, ich war so steif dran gesessen, ich habe mich nicht bewegt, weil ich so dachte, scheiße, was ist, wenn ich mich verspreche? Ist ja ultra peinlich, heutzutage passiert das, das kommt mir selber vor, aber auch bei Dennis und bei mir, wir müssen öfter mal mehrere Takes machen, weil man sich halt verspricht. Damals dachte ich so, nein, das sind ja alles voll die Profis und die versprechen sich nie, nee, ist nicht so, aber ey, ich hatte so Schiss und Dennis erklärt dann hier das Regelwerk, relativ einfach erklärt, wir bis heute eigentlich recht unverändert, es ist noch damals das alte Design auch hier. Und für den rechten Flügel gibt Angel Di Maria sein Comeback bei Manchester United, auch hier Kostenpunkt etwa 54 Millionen Euro. Richtig krass auch, oder? Dennis hat sich ja gefühlt gar nicht verändert. Schon immer abgeklärt, schon immer seriös, schon immer völlig professionell und einfach schon immer im Modus gewesen. Gut, der war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon 3-4 Jahre dann auf YouTube, also hat natürlich auch seine gewisse Erfahrung gesammelt, aber seine Stimme einfach, ja, man erkennt sie überall wieder, bin ich ehrlich. Und hier kommt dann die erste Style-Phase. Gar keine Erfahrung, oder mehr oder weniger wo ich so ein bisschen erkläre. 19 Jahre jung. Aber schon ein starkes Rating. Matthijs de Ligt von Ajax. Mhm. Und ich dachte, da Pogba da als Franzose im Zentrum ganz alleine ist, könnte da ja ein weiterer Franzose dazustoßen. Und zwar von dem Liga-Konkurrenten von Chelsea. Und deshalb dachte ich, kommt da vielleicht noch ein N'Golo Kanté. N'Golo Kanté damals noch bei Chelsea oder schon bei Chelsea auch, ja, vor 4 Jahren. Und da habe ich mir das tatsächlich dann immer parallel auf den Zettel aufgeschrieben, meine Fünferauswahl. Da hatte ich auch noch keine 2 Bildschirme. Ich hatte nur diesen einen, den ich jetzt quasi hier auch reinschauen würde. Hier habe ich ja den, wo quasi mein PC angeschlossen ist. Hier ist meine Konsole angeschlossen. Und ja, echt krass. Hat sich nicht ganz so viel verändert, ja. Wir gucken vielleicht nochmal ganz kurz aufs Outro und dann hätten wir es auch fertig in diesem Video. Jetzt kommt Dennis. Ja, von den Leuten, die von meinem Kanal hier rübergekommen sind, lass den Chris mal ein Abo da. Lass ihn mal die 10.000 voll machen. Ja. Und in dem Sinne lasse ich dir dann die schlussendlichen Abschlussworte. Ja, danke schön auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, hier ein Video mit dir aufnehmen zu dürfen. Oder 2 sogar. Einmal für deinen Kanal, einmal für meinen Kanal. Und wie gesagt, Jungs, alle die Dennis noch nicht kennen, ja, geht natürlich auf seinen Kanal. Findet ihr bestimmt auch hier über das I, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ja, das kann ich ja gut, das I nicht einstellen. Danke. Aber ja, es war eine mega geile Aufnahme. Es war definitiv extrem spannend. Es hat mega... Also da war ich ja schon so ein bisschen lockerer, aber trotzdem, Dennis war in dem Fall für mich das große Idol. Ich wollte ihm wirklich alles recht machen und deshalb, ist es dann tatsächlich schon mit sehr, sehr viel Nervosität und Anspannung auch irgendwo aufgenommen worden. Und Dennis damals auch gesagt, mach ihm die 10.000 voll an der Stelle. Bruder, auch hier vielen, vielen Dank. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich heute nicht in der Größenordnung auf YouTube. Er hat mir da wirklich krass unter die Arme gegriffen, war echt krass, immer auch an meiner Seite und hat immer an mich geglaubt. Und auch da muss ich dann, glaube ich, mal fairerweise auf die eigene Schulter klopfen. Ich habe es auch genutzt und habe auch durchgezogen. Und ich glaube, es ist das eine, dass man Leute auf einen Kanal rüberschickt. Es ist das andere, dass die Leute dann auch auf dem Kanal bleiben. Ich weiß, es ist nicht absolut selbstverständlich, ganz und gar nicht. Ja, für mich ist es sowas von krass, euren Support, wenn ich hier tagtäglich auf meine Abonnentenuhr schaue mit 65.500 zum aktuellen Zeitpunkt.
ist es wirklich absolut surreal. Und ich bedanke mich an der Stelle nochmal wirklich von Herzen bei jedem Einzelnen von euch, auch bei Dennis, bei allen denen, die von damals bis heute mitgewirkt haben. Und vielleicht wollt ihr ja so eine typische Reaction nochmal sehen. Ich bin da absolut kein Profi drin, das war meine erste Reaction. Also sorry, wenn die nicht ganz so war, wie ihr das vielleicht ursprünglich jetzt mal erwartet hattet. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. In der nächsten Woche geht's ganz normal weiter. Das war mal so ein kleines Special, denn wenn ihr das Video seht, war gestern meine kirchliche Hochzeit. Heute ist wahrscheinlich ein bisschen Stress angesagt. In der nächsten Woche geht's auch noch in Urlaub, direkt in Art Flitterwochen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie das Ganze traditionell ja ursprünglich mal läuft. Und dann, wünsche ich euch was. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.